Hallo und herzlich willkommen zu Nähe mit mir. In dem heutigen Video zeige ich euch ein weiteres Projekt, was ihr gut als Anfänger nähen könnt. Und zwar diese praktische Wende-Handytasche. Die ist gut gepolstert innen drin und schützt euer Handy auch super. Und wenn ihr irgendwann keine Lust mehr auf den Außenstoff habt, wendet ihr sie einfach zu der anderen Seite. So, für dieses Projekt braucht ihr einmal Flieseline oder irgendeinen anderen Futterstoff, Filz, den ihr zwischen die Lagen machen könnt. Und dann zwei Rechtecke aus unterschiedlichen Stoffen. Die Stoffe sollten euch beide gut gefallen, weil das wird ja eine Wendetasche. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wann ihr welche Seite oben tragen wollt. Und deswegen sollten die auch einfach beide schön sein. Für den Schnitt messt ihr zuerst einmal euer Handy aus. Und zwar großzügig, das heißt, ihr rundet auf. Wenn euer Handy ungefähr 6,5 cm ist, könnt ihr ruhig auf 7 gehen. Und dann gebt ihr auf jeder Seite 1,5 cm Nahtzugabe dazu. Zum Beispiel mein Handy war 7 x 14 cm. Und dann habe ich 3 cm dazu gerechnet zu beiden Werten. 3 cm bei 1,5 cm Nahtzugabe auf beiden Seiten. Also bin ich auf 10 x 17 cm gelangt. 10 cm war die schmale Unterseite des Handys und die wird doppelt genommen, weil das wird einmal so umgeschlagen und dann habt ihr schon so eure Hülle sozusagen. Also, meine Rechtecke sind jetzt 20 x 17 cm und zwar alle drei und das ist auch erstmal alles, was ihr braucht. Als allererstes brauchen wir das Füllvlies oder den Filz, den ihr in die Mitte dazwischen macht. Den klappt ihr einmal in der Breite zur Hälfte zusammen und schneidet ihn dann in zwei Teile. Als nächstes nehmt ihr dann den dünneren der beiden Stoffe dazu, das ist bei mir dieser hier, und legt den auch in der Breite einmal zusammen. Ja. Dann guckt ihr nochmal, ob das Vlies jetzt da drauf passt, dass das ungefähr die Größe hat. Dann faltet ihr das auseinander und faltet es einmal rechts auf rechts. Das heißt, die schöne Seite auf die schöne Seite. Dabei auch gucken, dass ihr wirklich genau Kante auf Kante legt. So. Dann legt ihr einmal eine Seite der Flieseline auf diese Seite, dreht das Ganze um und legt die andere Seite der Flieseline hier drauf. So. Jetzt steckt ihr das Ganze so fest, dass es hier überall befestigt ist und näht dann einmal hier diese Naht zu und diese Naht zu, bis ganz nach oben. Das sollte genäht jetzt so aussehen. Wenn ihr das so fertig genäht habt, könnt ihr das Ganze auch schon wenden. Ich habe hier die Nahtzugabe so ein bisschen zurückgeschnitten. Und genau, jetzt wenden wir das Ganze einfach. Als nächstes kommen wir jetzt zu dem anderen Stoff. Damit macht ihr dasselbe wie mit dem anderen. Ihr legt den einmal rechts auf rechts zusammen. Genau, und näht dann einmal hier runter und diese Kante auch zusammen. Hierbei aber aufpassen, da müsst ihr nämlich wieder eine Wendeöffnung lassen. Und weil das ja eine Wende-Handyhülle wird, ist diese Seite auch manchmal oben. Das heißt, ihr müsst die am Ende so, diese Wendeöffnung schließen, damit man sie nicht sieht. Deswegen mache ich das auch hier, weil das der Boden der Hülle sein wird. Und da guckt man seltener hin als jetzt zum Beispiel auf die Seite der Hülle. Also hier eine Wendeöffnung lassen und dann hier komplett zunähen. Wenn ihr das genäht habt, sollte das so aussehen. Hier ist die Naht, hier unten ist die Wendeöffnung. Macht die am besten nicht hier ganz an den Rand oder hier ganz an den Rand, sondern am besten so wie hier in der Mitte.
dann funktioniert das am besten. So, als nächstes nehmt ihr jetzt die andere gewendete Hülle und steckt die einfach hier so da rein. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt das hier alles oben zusammennähen. Das ist ein bisschen knubbelig alles und deswegen müsst ihr da wirklich Schritt für Schritt, also sehr langsam mit der Nähmaschine drüber gehen. Am besten legt ihr das so von innen in die Nähmaschine unter den Fuß und geht dann immer Schritt für Schritt hier so vorbei, bis ihr eine Runde voll habt. Nach dem Nähen nehmt ihr erstmal eine Schere und schneidet alles Überflüssige hier oben ab. Aber nicht zu knapp an die Naht, weil sonst kann die aufgehen. Also erstmal nur hier die Schnipsel. Dann könnt ihr das Ganze auch schon hier durch diese Wendeöffnung wenden. Dabei vorsichtig sein, dass das nicht reißt. Jetzt müsst ihr nur noch die Wendeöffnung schließen. Dafür macht ihr die Nahtzugaben nach innen, legt das so aufeinander. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr da einfach mit der Nähmaschine drüber näht oder ob ihr das von Hand verstecken wollt. Ich gehe da jetzt von Hand mit einem Matratzenstich rein, indem ich immer von innen hier nehme und dann von der anderen Seite und das Ganze am Ende zusammenziehe. Ich habe die Naht jetzt doch nicht mit dem Matratzenstich geschlossen. Leider war die Nahtzugabe bei mir schon zu kurz, weil ich die vorher abgeschnitten hatte. Also am besten immer lange Nahtzugaben bei Wendeöffnungen lassen. Und das ist sonst ausgefranst, aber ich finde, so ist es auch okay. Und wie gesagt, man guckt normal ja auch nicht unter die Hülle drunter. So, ich wende das jetzt erstmal so, dass dieser Stoff hier außen ist. Und dann kann ich es auch mal andersrum wenden, um zu sehen, wie es sonst aussehen würde. Ich habe jetzt schon mal mein Handy in die Hülle gesteckt, um zu schauen, ob das auch passt. Man sieht hier, das Handy ist gut gepolstert, gut geschützt und passt auch gut rein. So sieht die Hülle von außen aus in der Richtung. Es ist alles noch so ein bisschen knubbelig. Das müsste man sehr wahrscheinlich dann ordentlicher so ein bisschen wenden. Aber ich werde es jetzt sowieso nochmal wenden, deswegen habe ich mir da nicht ganz so viel Mühe gegeben. Also ich nehme mein Handy nämlich jetzt nochmal raus und wende das Ganze nochmal. Ich will nämlich erstmal diese Seite hier außen haben. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht es auch, glaube ich, leichter. Und der Stoff wird auch weicher mit der Zeit. So sieht die Handyhülle von der Seite aus. Man sieht auch, dass sie echt dick gepolstert ist. Also wenn das Handy da drin runterfällt, passiert dem auch nichts. Und genau, wenn ihr das einmal bügelt, ist es auch nicht mehr so ein bisschen verknittert hier oben. Also das könnt ihr gerne noch machen. Mir gefällt es so auch ganz gut. Und ich probiere jetzt auch nochmal mein Handy da rein zu machen. So, auch so rum passt es gut rein. Ihr könnt natürlich auch noch hier irgendwie eine Schlaufe oder was dran machen. Das Problem damit ist halt dann, dass ihr das nicht mehr so gut wenden könnt, weil dann in der Innenseite auch so eine Schlaufe ist. Ja, aber sonst finde ich, die Hülle ist ganz süß geworden. Sehr schön, und wenn ich einfach keine Lust mehr auf diese Farbe oder Form habe, kann ich auch einfach die Innenseite nach außen machen. So, das war's jetzt erstmal wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal ein Like da. Also ich finde, meine Handyhülle ist jetzt echt cool geworden und ich denke auch, da lasse ich mein Handy erstmal drin. Genau, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob eure Handyhülle auch so cool geworden ist und ob alle Schritte gut funktioniert haben, ob ihr alles gut verstanden habt. Ihr könnt mir auch gerne andere Ideen, die ihr noch habt, zu Videos in die Kommentare schreiben, also was ich für Videos noch machen soll, vielleicht auch noch meine andere Handyhülle oder sowas. Und wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, abonniert doch gerne diesen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nie wieder ein Video.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!